Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ja, schön, dass Sie Le Jeune eingeschaltet haben am Samstagabend. Ja, Sie wissen ja, München ist im Grunde die Hauptstadt der Gesundheit. Heute habe ich drei ganz spezielle Gäste hier, drei Top-Ärzte. Dr. Erich Rembeck, Sie sind zuständig für die Knie. Dann haben wir Professor Gollwitzer, Sie sind zuständig für die Hüfte, aber auch noch für viel mehr, da reden wir gleich drüber. Und natürlich Dr. Rauch, Sie sind Unfallchirurgik. Jetzt fangen wir mal an bei Ihnen, Herr Dr. Rembeck, Sie sind ein erfahrener Arzt. Wie viele Knie haben Sie denn schon unter dem Messer gehabt? Ja, das waren bestimmt 25.000 bis 30.000, wenn man jetzt die letzten 30 Jahre zusammenrechnet, da kommt schon einiges zusammen. Das Knie ist ja etwas ganz Spezielles. Wie sind Sie denn zu der Knieoperation gekommen? Sie haben ja bei großen Krankenhäusern gearbeitet, Sie waren in den USA bei den besten Spezialisten. Wie sind Sie zum Knie gekommen? Über den Sport, weil wenn du im Sport tätig bist, dann ist doch die größte Anzahl von Verletzungen betrifft das Knie und die Schulter. Und als ich angefangen habe, kam damals gerade die Phase der Arthroskopie. Also man hat angefangen, die Operationen per Endoskopie zu machen, nicht mehr aufzuschneiden. Und das war für den Sport natürlich ideal, weil alles schneller ging und weil alles besser wiederherzustellen war. Deswegen haben wir damals angefangen, uns auf Knie und auf Schulter zu spezialisieren. Und im Laufe der Zeit finden dich natürlich immer mehr Patienten aus einem Fachgebiet und letztendlich landest du oder ich, in dem speziellen Fall lande ich in der Kniechirurgie. Sie waren ja lange, lange Jahre, glaube ich 20 Jahre, waren Sie der Chefarzt vom TSV 1860. Da kann man natürlich auch aus dem Fußballsport vieles umsetzen, vieles, nicht alles muss ja operiert werden. Es gibt ja auch gewisse Dinge, die man auch über Physiotherapie machen kann. Der Fußball bietet eine unheimlich große Bandbreite an Verletzungen. Das, was man nach außen hin so wahrnimmt an Operationen, das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was in Wirklichkeit das Tagesgeschäft in der Fußballmedizin darstellt. Der Großteil ist natürlich da was Konservatives, also Dinge, die man ohne Operation macht. Da gehört natürlich die Reha dazu, da gehört die Trainingstherapie dazu, da gehört alles dazu, was nicht mit Messer und mit Schneiden zu tun hat. Aber es gibt natürlich dann auch viele verschiedene Arten von Verletzungen, alle Bandverletzungen, alles an Knochenbrüchen, das gehört alles zum Fußballsport dazu. Das macht die Medizin nicht so interessant. Jetzt waren Sie ja nicht nur Fußball, sondern auch Tennis. Sie haben wahrscheinlich kürzlich auch das Finale gesehen, Federer, Djokovic. Ist ja unglaublich, wie Federer noch fit ist. Ja, ja, das ist schon erstaunlich. Aber er hat zwischenzeitlich, ich glaube, sich mal eine Auszeit genommen, wo er seinen Körper wieder richtig in Schuss gebracht hat. Hat natürlich über viele Jahre ganz professionell und unheimlich konzentriert gearbeitet. Und das zahlt sich halt jetzt aus. Sie haben ja auch im Tennissport lange gearbeitet. Sie haben Boris Becker auch immer wieder fit gemacht. Also ganz toll. Jetzt, Dr. Rauch, Sie sind Unfallchirurg. Was ist Ihr Spezialgebiet? Also angefangen habe ich eben in der ganz breiten Unfallchirurgie, alle möglichen Verletzungen von Verkehrsunfällen bis Reitunfällen oder das, was halt so einfach passiert, der normale Knochenbruch. Wie beim Erich war es aber genauso, dass die Affinität zum Sport einfach so groß war, dass ich letztendlich die Sportverletzungen eigentlich als dann so mein Fachgebiet herauskristallisiert haben. Und somit ist das dann am Ende immer mehr von den Knochenbrüchen ein bisschen weggekommen, so zu den Spezialverletzungen der Gelenke, der Muskeln und so weiter. Bin aber durchaus froh, dass ich den großen Einstieg gemacht habe. Da ist man einfach so ein bisschen breiter aufgestellt und hat auch nicht die Angst, wenn man irgendwie was Schlimmeres ist, weil man letztendlich alles gesehen hat durch die große Unfallchirurgie. Professor Gollwitzer, Sie sind wirklich in der Weltklasse, so wie die beiden Kollegen von Ihnen. Sie machen einfach Hüfte und Knieersatz. Sagen Sie doch mal, wie sind Sie in dieses wunderbare Gebiet hineingewachsen? Ja, der ursprüngliche Auslöser, dass ich in die Orthopädie gekommen bin, war wie bei den Kollegen auch die sportliche Affinität, das muss man so sagen. Ja. Ich glaube, darum verstehen wir uns auch sehr gut im Team. Der zweite Aspekt, was mich immer schon sehr interessiert hat, waren die Implantatmaterialien. Und da habe ich auch wissenschaftlich sehr früh sehr viel gemacht, habe Forschungen gemacht über
antibakterielle Oberflächen von Implantaten. Und so war das für mich letztendlich der logische Schluss, die Kombination aus beiden, aus der Behandlung von Gelenkerkrankungen mein Know-how und mein Wissen auch dann von der Implantattechnologie einzubringen. Und das Ganze in der Kombination ist eben der Gelenkersatz, der ja heutzutage auch extrem viele Möglichkeiten bietet und eine extreme Verbesserung für die Patienten ermöglicht. Sagen Sie doch mal ein bisschen was drüber. Ich meine, gerade Knie ist, also wenn Menschen, Knie kann ja unglaublich also schmerzen und kann Menschen im Grunde aus der Bahn werfen. Sie können nicht mehr irgendwie, sie werden müde, sie können den Sport nicht mehr betreiben. Und mit Ihrer wirklichen tollen Art, wie Sie Knie wieder praktisch korrigieren oder neue Knie einsetzen, können die ja wieder Skifahren oder können wieder Tennis spielen. Da ist ja ein unglaublicher Jump passiert in der Technologie auch. Und Sie machen ja, glaube ich, irgendwie Knie ganz speziell ausgemessen und dann kommt irgendwie das per UPS aus Amerika. Also ist ja Wahnsinn. Sagen Sie mal, wie die sind ja wirklich in der Weltspitze. Ja, also die Ansprüche an die Ergebnisse haben sich natürlich extrem verändert. Ja. Als die Implantate eingeführt wurden, da waren die Patienten froh, wenn sie einfach gehen konnten. Ja. Damit ist ja heutzutage keiner mehr zufrieden. Jeder will aktiv sein, sportlich aktiv sein, was ja auch absolut gerechtfertigt ist. Und dazu brauchen wir natürlich sehr viel präzisere Rekonstruktionen der Anatomie, als das jetzt mit der ersten Elfenbeinprothese möglich war, die im 19. Jahrhundert schon mal implantiert wurde. Also von diesem Elfenbeinzeitalter sind wir weit weg. Ja. Und heutzutage ist es so, wir wollen eben die Anatomie genauso herstellen, wie sie vor Beginn der Arthrose war. Das heißt, zum einen verwenden wir, falls sinnvoll, sogar individuell angepasste Implantate, die nach Vermessung eben speziell hergestellt werden. Ja. Zum anderen setzen wir aber die Knieprothesen sehr viel anatomischer ein, individuell, so wie es für den Patienten am besten passend ist. Wir wissen, mit den herkömmlichen Techniken waren 20% der Patienten unzufrieden, weil jeder Patient gleich operiert wurde, aber das eben bei Weitem nicht für jeden Patienten passend ist. Diese Rate kann natürlich sehr deutlich reduziert werden, wenn man sich an der natürlichen Anatomie orientiert und jedes Knie ist anders. Ja, das sieht man bei den Fußballern, wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollen. Ja, gibt es manchmal ganz ordentliche O-Beine. Und das können Sie natürlich nicht so orientieren, so operieren wie ein leichtes X-Bein. Ja, das heißt, da orientieren wir uns ganz klar an der natürlichen Anatomie und versuchen, die so individuell wie möglich zu rekonstruieren. Es ist so, Dr. Rimbeck, Sie sind ja auch so Motivationsmediziner. Also ich sage jetzt mal, wenn jemand wirklich mal ein Problem im Knie hat, das ist schon unangenehm. Also schmerzt, kann nicht mehr so richtig Treppen steigen und. Wie wichtig ist da im Grunde mal erstmal die richtige Diagnose und zum Zweiten, wie wichtig ist es einfach mal dem Patienten zu sagen, was auf ihn zukommt? Also Stichwort Motivation ist ja da was ganz was Wichtiges, weil ohne eine Motivation in der Medizin hat der Patient, würde ich jetzt mal sagen, wenig Chancen. Er hat die Chance, dass er bis zu einem bestimmten Punkt wiederhergestellt wird. Aber um so richtig gut zu werden, um so richtig durch die schwierigen Phasen durchzukommen, da brauchst du einen gehörigen Anteil an Motivation. Das müssen wir den Leuten heute versuchen zu geben, diese Motivation. Und die Aussicht, am Ende wieder alles tun zu können, Sport treiben zu können, in seinem geliebten Berge zu gehen oder Ski zu fahren, das ist etwas, was die Leute natürlich unheimlich antreibt. Auf dem Weg dorthin braucht es verschiedene Stufen, verschiedene Arten von Medizin. Also da musst du natürlich immer eine ordentliche Diagnose geben. Erstens ist es wichtig für dich selber als Doktor, weil ohne eine klare Diagnose, da wirst du am Ende nicht diese harte Zeit mit dem Patienten gemeinsam durchstehen. Dann brauchst du die Vorstellung, was gibt es für Wege, was gibt es für konservative Wege oder musst du einen operativen Weg gehen, was gibt es für Möglichkeiten in der Reha. Da musst du vorher erstmal wissen, was hat er für Defizite, was hat er vorher gekonnt, was möchte er hinterher wieder tun. Also alles verschiedene Wege, wo man sich als Doktor zunächst einmal ein klares Bild machen muss und danach jeder, das ist auch eine große Leistung von guten Doktoren, sage ich jetzt mal, einfach seine ganze Kraft einzubringen, um dem Patienten die Zuversicht zu geben, die Motivation zu geben, es am Ende durchzuziehen. Dr. Rauch,
Ihr habt ja ihr habt eure wunderbare Praxis Ecom ja, in München-Bogenhausen, aber ihr habt ja auch im Haus eine wahnsinnige Reha. Das ist ja auch wichtig, dass wenn jetzt nun die Operation passiert, dass man, was gerade Dr. Rehberg sagt, dass man dann eben einfach auch dem Patienten sagt, also wissen Sie, jetzt kommt erst der schwierige Teil auf Sie zu. Sie müssen wieder ja, einfach ins Leben zurück und wir haben beide Spaß daran, dass Sie einfach nach einer gewissen Zeit der Therapie wieder richtig laufen können. Wie wichtig ist denn das? Also, dass Sie einfach auch die Patienten sagen, also jetzt haben wir Sie gut operiert, aber Sie haben ja auch manchmal ganz schwierige Fälle. Ja? Bei Ihnen kommen jetzt nicht nur leichte Fälle, sondern auch schwierige Fälle. Also das ist sehr wichtig. Die Operation, die muss natürlich so gut wie möglich laufen, das ist klar. Aber insgesamt muss man sagen, ist das vielleicht die Hälfte dessen, was im Weg des ganzen Heilungsverlaufes noch auf die Patienten zukommt. Ja? Man kann, ich sage jetzt mal, ein Kreuzband so gut operieren, wie man will. Wenn man danach nicht in die Physiotherapie und auch ins Aufbautraining geht, dann wird das nicht, weil der Körper eben mehr ist als, sage ich mal, die Einzelteile, sondern im Prinzip, sage ich mal, das Zusammenwirken von allem. Da gehört die Muskulatur dazu, da gehört das Gefühl wieder dazu, dass man das Knie überhaupt richtig kontrollieren und auch die Koordination der einzelnen Teile zueinander und das Gefühl dazu, dass man die Kraft richtig dosiert. Das geht beim Treppensteigen los, das merken die Patienten. Wenn man gesund ist, läuft man die Treppen rauf und runter und macht sich keine Gedanken darüber. Wenn man mal am Knie eine Verletzung hatte, merken die, wie unglaublich komplex dieser Vorgang ist, gerade runter. Das Abfangen des Körpergewichts mit genau dem richtigen Momentum an Kraft, um sage ich mal, ein flüssiges Bewegungsbild zu haben. Und wenn es dann in den Sport irgendwann weitergeht, wird es natürlich noch viel komplizierter für den Körper und das muss man erlernen. Und da ist die Physiotherapie ein unendlich wichtiger Partner. Und unser Vorteil ist halt einfach, dass wir sehr, sehr kurze Wege haben. Zum einen zum Training und zur Physiotherapie und dadurch auch, sage ich mal, die Möglichkeit haben und wir nehmen uns auch die Zeit dafür, mit den Therapeuten zu reden und zu sagen, pass auf, wo ist das Problem? Wo können wir als Arzt noch ein bisschen was helfen, unterstützen? Muss ich vorstellen, der Physiotherapeut hat dem Patienten ja eine gute halbe Stunde, manchmal eine Stunde da und wir sehen ihn vielleicht eine Viertelstunde. Und da kommen manchmal Informationen, die sich gegenseitig sehr gut ergänzen. Und das Zusammenspiel ist, glaube ich, bei uns eine Sache, die uns ein bisschen von anderen absetzt, weil wir da, glaube ich, die Gemeinsamkeiten erkennen und auch zu nutzen wissen. Professor Gollwitz, wir Menschen werden ja dank so tollen Ärzten wie ihr seid immer älter. Die Hüfte macht ja manchmal Schwierigkeiten. Die Hüfte kann ja auch verdammt wehtun. Oder ich bin ja viel unterwegs am Flughafen, dann sehe ich Menschen, die so ein bisschen Entengang haben und so. Aber es ist ja Wahnsinn, was man da mit einer OP alles wieder herstellen kann. Erzählen Sie doch mal, warum altert die Hüfte denn manchmal schneller und manchmal nicht? Hat natürlich auch wahrscheinlich mit Ernährung zu tun, mit so vielen Dingen. Aber sagen Sie doch mal ein bisschen was über die Hüfte. Ja. Also die Hüftarthrose ist sicherlich eine der häufigsten Arthrosen, beziehungsweise einer der Arthrosen, die wir am häufigsten und am schnellsten merken, weil die Hüfte sehr stark belastet ist. Man muss sich vorstellen, der hüftnahe Oberschenkelknochen ist der am stärksten belastete Knochen des Körpers, einfach weil da auch eine gewisse Krümmung vorhanden ist und damit sind die Kräfte, die einwirken, da enorm. Zudem gibt es einfach an der Hüfte eine ganze Menge an Fehlstellungen, die angeboren sind, wie jetzt die Hüftunreife, die Hüftdysplasie, was man bei Kindern eben mit dem Ultraschall kontrolliert und versucht frühzeitig dem gegenzuwirken. Aber das sind eben angeborene Erkrankungen oder erworbene Hüfterkrankungen, die zu einer Entrundung des Hüftkopfes führen. Sportler haben das sehr, sehr häufig. Man nennt das dann Impingement, dass diese Entrundung zu einem Anschlagen führt an der Pfanne und dadurch das Gelenk geschädigt wird. Also angeborene und erworbene Formstörungen des Hüftgelenkes sind nicht selten und diese beiden, die ich genannt habe, die Hüftdysplasie und das Impingement, sind auch die häufigsten, die dann im Erwachsenenalter, teilweise auch schon sehr jungen Erwachsenenalter, zu einer Arthrose führen. Zusätzliche Faktoren spielen natürlich ganz wesentlich eine Rolle. Eine Veranlagung, familiär bedingt, genetisch, sicherlich die Ernährung. Ja. Gewicht. Das Gewicht, was mechanisch wirkt. Aber gerade beim Übergewicht ist es nicht nur das Gewicht, sondern auch das Unterhautfettgewebe, was eine große Rolle spielt. Denn Unterhautfettgewebe produziert Entzündungsfaktoren, die dann wieder eine Arthrose-Progression und Beschleunigung begünstigen.
Und diese gesamten Faktoren, die wir sehen, führen natürlich dazu, dass mit zunehmendem Alter dann auch immer mehr Patienten eine Hüftarthrose bekommen und darunter sehr stark leiden. Wie wichtig ist da bei Ihnen, dass Sie den Patienten richtig aufklären? Also Sie machen ja wahrscheinlich erstmal eine Röntgenuntersuchung und Sie sehen das dann eindeutig und Sie können dem Patienten dann sagen, schauen Sie mal, das und das ist es. Aber manchmal denkt der Patient, naja, jetzt wäre ich operiert und dann morgen ist es wieder vorbei. So einfach ist es ja doch nicht. Ja, das ist richtig. Also wir versuchen immer, den Patienten mitzunehmen in unseren Überlegungen. Ja, wir Ärzte sind ja heutzutage keine, nicht Bevormunden, sondern Medizinberater. Ja, das heißt, wir versuchen natürlich, am besten einen aufgeklärten und informierten Patienten zu haben, der auch weiß, was die Behandlungsvorschläge mit sich bringen, was die Konsequenzen sind, um eben dann auch in der Reha entsprechend mitmachen zu können. Und deshalb klären wir den Patienten natürlich auf über die Erkrankung, auch über die möglichen Ursachen. Das ist auch eine häufige Frage, ist das vererbbar, wenn Patienten Kinder haben und eben wissen wollen, ob die Kinder gefährdet sind, sowas auch zu haben. Also versuchen wir, den Patienten mitzunehmen und auch in die Entscheidung einzubeziehen, wann dann letztendlich eine Operation, ob das jetzt eine gelenkerhaltende Operation durch eine Arthroskopie ist oder eine gelenkersetzende Operation, wann die sinnvoll ist. Denn das ist ja in den seltensten Fällen ein Notfalleingriff, sondern immer ein Wahleingriff, wo der Patient die Entscheidung natürlich selbst fällt, wann es soweit ist. Dr. Rimbeck, Sie sind ja wirklich, das ist jetzt nicht von mir, aber Sie sind so der Kniepapst. Vielen Dank. Ist es denn sinnvoll, dass man auch mal so ein Check-up macht mit seinen Knien ab einem gewissen Alter, dass man sagt, jetzt gehen wir zu meinem Orthopäden und lass mir die Knie anschauen oder so? Nein, eigentlich ein Check-up ist jetzt auf dem Kniesektor nicht so üblich, sondern man motiviert halt die Leute einfach auf diese Risikofaktoren zu achten, die ja jeder weiß, dass Übergewicht einer der Hauptfaktoren ist, warum die Knie irgendwann nicht mehr mitmachen. Und spätestens ab dem Moment, wo man halt das erste Mal überspürt, dass irgendwas nicht funktioniert mit seinen Knien, spätestens dann macht es Sinn, sich mal vorzustellen und einmal überprüfen zu lassen. Es muss ja nicht gleich irgendwas kaputt sein. Es können ja auch ganz viel einfachere Dinge sein. Ja, es heißt noch lange nicht, dass es jetzt einen großen Schaden gibt, nur weil das Knie mal wehtut. Es kann einfach auch was Muskuläres sein. Es kann eine Fehlbelastung sein. Es kann tatsächlich einfach das Übergewicht sein, das zu Schmerzen führt. Das lohnt sich dann abzuklären. Jetzt kommen wir doch mal zu Ihrer Praxis. Wie habt ihr drei euch denn gefunden? Ja, wir haben uns gefunden, weil uns das gleiche Thema eint. Wir gehen es letztendlich unterschiedlich an, aber am Ende haben wir das gleiche Ziel. Wir wollen die Leute so gut wiederherstellen, dass sie ihren Sport treiben könnten. Nicht alle tun das ja, aber Ziel für uns ist, am Ende, wenn du als Doktor sportorientiert lebst, denkst, arbeitest, dann hast du immer das Ziel, die Leute so herzustellen, dass sie es tun könnten. Manchen musst du davon abraten, es zu tun, aber sie sollten es können. Das ist jetzt einmal das große Ziel. Und anhand der Schwerpunktthemen, die man sich jetzt selbst angeeignet hat, begegnet man sich und stellt halt fest, der kann jetzt Dinge besser, wie ich sie kann. Oder der wird sie zukünftig besser machen können, wie ich sie kann. Erstens, weil sich diese Themen, die medizinischen Themen, immer mehr subspezialisieren. Es ist jetzt immer mehr so, dass halt jedes, ob du jetzt einen Meniskus hast oder ob du ein Kreuzband hast oder ob du einen Knorpel hast, da gibt es jetzt schon wieder unterschiedliche Entwicklungsrichtungen. Leute, die sich auf diese Schwerpunktthemen spezialisiert, obwohl alles relativ gleich ausschaut. Und da haben wir uns heute gefunden, weil jeder so seine Schwerpunktinteressen hat, einige Dinge ein bisschen besser macht wie der andere oder etwas ergänzt, was der andere nicht mehr so gut macht. Das war unsere Historie. Schön. Dr. Rauch, wie sind Sie zu Dr. Rimbeck gekommen? Ich hatte
schon mal relativ frühzeitig Kontakt, einfach weil ich als noch ein junger Assistenzarzt war, durchaus auch den Kontakt zu den erfahrenen Ärzten gesucht habe. Haben wir mal länger telefoniert, als es darum ging, wie entwickle ich mich weiter, wo mache ich meine Facharztausbildung zusammen. Und da haben wir mal ein längeres Telefonat geführt und als ich dann irgendwann fertig war, haben wir auch mal wieder telefoniert. Und das war eigentlich immer so ganz nett und sympathisch. Und wie ich so langsam die Überlegungen hatte, aus dem Krankenhaus rauszugehen und in die Praxis zu gehen, haben wir uns irgendwann wieder getroffen und geredet. Weiß ich noch, war während der Wiesn, das ist die Lieblingszeit bei mir im Jahr. Und dann haben wir uns ganz spontan an einem Sonntagabend zusammengesetzt und einfach noch einmal geredet. Und im Laufe des Gespräches sind wir eigentlich beide zu der Überzeugung gekommen, Mensch, das wäre doch völlig irrsinnig, wenn der eine jetzt da und der andere da, lass uns das doch zusammen machen. Und so ist es eigentlich, ohne da vorher etwas, sage ich mal, geplant zu haben oder einfach so aus dem Gespräch entstanden, letztendlich auch irgendwo über die Sympathie, dass wir beide einen ähnlichen Bereich haben, das war uns natürlich klar. Und man muss ja auch sehen, es ist heutzutage ja wahnsinnig schwierig. Wenn man mal eine Woche Urlaub hat oder zwei, ist es noch schlimmer. Man hat seine Patienten, die sind ja gewohnt, dass man für sie da ist. Die wollen einen Ansprechpartner haben. Manchmal gibt es akute Sachen, wo man darauf reagieren muss. Und wenn man dann jemanden hat, den man, sage ich mal, beruhigt alleine zu Hause zurücklassen kann, sagen kann, okay, wenn ich jetzt mal nicht da bin, dann weiß ich, dass meine Patienten oder unsere Patienten, ist es nämlich dann in dem Fall in guten Händen sind. Das hat letztendlich, glaube ich, auch den Ausschlag gegeben, das einfach zusammen zu machen. Und da gibt es viele, viele Synergien, die wir da, denke ich, gut nutzen. Und am Ende kommt das alles den Patienten, glaube ich, zugute. Und Professor Gollwitzer, wenn man in diese wunderbare Praxisklinik reingeht bei euch, da merkt man auch, ihr habt ein gutes Team. Wie wichtig ist auch das Team, wo man sagt, manche Patienten kommen ja und denken, was passiert jetzt mit mir? Und man sieht in lachende Gesichter, das ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja, das ist uns natürlich aus verschiedenen Gründen extrem wichtig, dass in dem Team auch eine gute Atmosphäre herrscht und alle am gleichen Strang ziehen. Mhm. Nur wenn wirklich das gesamte Team das gleiche Ziel hat, nämlich zufriedene Patienten und Patienten, die sich verbessern im Gesundheitszustand, nur dann kann man das auch wirklich erreichen. Und wir kriegen in der Tat auch sehr häufig Rückmeldungen von den Patienten, dass sie uns gerade auch auf das positive Arbeitsklima ansprechen, das wir haben. Und wenn Mitarbeiter kommen und gerne dort arbeiten, dann werden die sich auch viel eher an dem gemeinsamen Ziel beteiligen und in die gleiche Richtung arbeiten. Und das ist natürlich jetzt in der Praxis, in so einem Praxissetting sehr viel einfacher umzusetzen als in einer riesengroßen Klinik. Ja. Was ich jetzt von euch dreien wirklich mitgenommen habe, wir kennen uns ja schon ein bisschen, wir kennen uns ja schon sehr lange, aber ihr könnt auch die sprechende Medizin, das ist ja auch wichtig, dass man als Arzt auch mal hinhört und nicht nur zuhört, dass man hört, Was sagt denn der Patient? Manchmal sagt der Patient ja vieles, wo man sofort sagt, okay, das ist für mich klar, das und das. Wie wichtig ist auch die sprechende Medizin? Also zum Beispiel, wenn Sie jemanden operieren, Sie machen ja sehr, sehr viele Operationen, ihr drei, dass man nach der OP einfach mit dem Patienten mal spricht. Weil das ist das Erste, wo er sagt, Herr Doktor, wie war's? Weil er hat ja Vollnarkose, er weiß ja, oder meistens Vollnarkose, er weiß ja nicht, wie schaut es im Knie oder wie schaut es mit der Hüfte aus oder ist es gut gegangen? Ist ja auch wichtig. Ja, ich glaube, das ist natürlich die Selbstverständlichkeit, dass du jetzt den Leuten erklärst, vorher und nachher, was ist geplant, warum ist es so geplant und was wurde gemacht und warum wurde es so gemacht. Das ist der eine Teil. Aber der andere, der viel wichtigere Teil, das ist jetzt das, was ich vorher gesagt habe. Du musst als Doktor immer deinen Leuten eine Motivation mitgeben. Du musst es schaffen, dass dein Patient dir folgt, dir vertraut. Da gehört dazu, dass er merkt, du interessierst dich für ihn. Und du redest mit ihm und du setzt dich halt mal hin und sprichst mit ihm ein bisschen länger als wie normalerweise. Beim nächsten sprichst du ein bisschen kürzer, weil du hast das schon mal ausführlich gemacht. Aber es ist wichtig und unsere gemeinsame Motivation, sage ich jetzt, auch gemeinsam auch eine in der Medizin eine Sendung vorzubereiten, ja, ist ja auch das Thema Motivation.
das uns ja vereint. Und da gehört die sprechende Medizin dazu. Ohne zu sprechen wirst du keine Chance haben, die Leute mitzunehmen. Professor, Sie sind so ein leidenschaftlicher Arzt, genauso wie Ihre Kollegen. Wie wichtig ist auch, dass Sie haben ja nicht nur irgendwie einfache Fälle. Sie kriegen also auch mal eine ältere Dame. Sie sind sehr bekannt, Sie sind sehr berühmt für das, was Sie machen. Aber Sie können ja auch nicht nur Wunder vollbringen, sondern Sie müssen ja auch mal sagen, also da kann auch mal irgendwie die anschließende Rehabilitierung kann länger dauern. Wie wichtig ist da auch Ihre Leidenschaft, dass Sie einfach sagen, also ich möchte jetzt einfach der Patientin oder dem Patienten richtig mal helfen. Und ich muss aber sagen, das ist eine lange, lange, lange Strecke. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen, ich habe einen fantastischen Zahnarzt, der mich wirklich von der Implantationsrichtung vorbereitet. Er hat gesagt, Erich, pass auf, das dauert 3-4 Jahre, aber wir schaffen das. Ja? Und da bin ich bei jeder Sitzung, die zum Teil sehr unangenehm war, aber ich bin immer mit Freude hingegangen und wir haben es geschafft gemeinsam. Es braucht ja immer den Doktor und den Patienten. Der muss ja auch mit, und manche Patienten haben halt das Recht, dass sie sich nicht auskennen und einfach sagen, Herr Doktor, Sie sind mal sympathisch. Das ist ja ganz wichtig, wenn der Arzt sympathisch ist, schon mal die halbe Miete. Ja? Aber er muss auch das noch können, was er eben einfach beim Patienten dann vollzieht. Wie wichtig ist da auch, dass Sie sagen, ich will einfach helfen. Ja, also das Schöne an unserem Beruf ist ja, dass wir mit Menschen zu tun haben. Es ist ein helfender Beruf. Eine Hüfte ist kein Stück Holz. Ja, da kann man natürlich, das ist ganz was anderes, sondern da sind viele Aspekte, die eine Rolle spielen, auch dass, ob das Ergebnis gut wird oder nicht, ja, wie sich der Patient fühlt. Man weiß ja, dass es gibt ja auch einen riesengroßen Placebo-Effekt, der eben auch bekannt ist in der Medizin. Und wenn Sie jetzt ohne Begeisterung herangehen, ja, und zum Beispiel auch bei den Visiten, wenn Sie den Patienten dann sehen im Krankenzimmer und der den Eindruck hat, der Arzt will bloß schnell wieder raus, dann wird es auch nicht funktionieren. Also es muss ja auch die Chemie zwischen dem Patienten und dem Arzt stimmen. Von Mensch zu Mensch. Von Mensch zu Mensch. Und das funktioniert natürlich sehr viel einfacher, wenn Sie Ihren Beruf gerne und leidenschaftlich machen. Und ich betone jetzt nicht nur leidenschaftlich, sondern ganz, ganz besonders natürlich auch gerne, dass Sie jeden Tag das gerne machen. Dann funktioniert das viel einfacher. Und dann transportiert man natürlich auch eine andere Botschaft zu dem Patienten, die den Patienten leichter mitnimmt und auch die Genesung fördert. Dr. Rauch, ihr operiert ja hier in Bogenhausen, also im Bogenhausener Klinikum gegenüber von uns hier und natürlich dann auch in der Artus-Klinik. Wie ist es, wenn Sie jetzt in den OP-Saal gehen? Ja? Da haben Sie ja verschiedene Operationen pro Tag. Wie ist da Ihre Motivation? Also das geht ja schon, sage ich mal, in der Planung los. Man macht sich ja als Arzt Gedanken, in welcher Reihenfolge macht man das, damit das, sage ich mal, einen optimalen Ablauf hat. Zum einen für sich selber, ja, zum anderen auch, weil manchmal der eine macht die schwierigeren Operationen lieber am Anfang, der andere macht sie lieber am Ende. Das ist so ein bisschen individuell verschieden. Das legt man sich zurecht, bereitet sich spätestens am Abend vorher nochmal, schaut sich das alles an, was hat man alles, schaut sich die Bilder nochmal an, überlegt sich nochmal, was man mit den Patienten besprochen hat. Ja, und wir sehen auch zum Beispiel jeden Patienten eigentlich vor der Operation, bevor er einschläft, ist uns ganz wichtig, dass man den noch einmal sieht, dem nochmal die Hand schüttelt. Man sagt, ist alles noch so, wie wir es besprochen haben? Gibt es noch eine Frage? Weil wir glauben, dass wenn der Patient in dem Gefühl, er gibt sich ja in so einer Narkose, liefert er sich ja völlig aus. Ja. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man als Patient das Gefühl hat, dass man gut aufgehoben ist, dass sich alle gut um einen kümmern und dass man jetzt eben nicht wie irgendeine Nummer, sage ich jetzt mal Kreuzbandnummer 415, behandelt wird, sondern dass man halt einfach der Herr Meier oder der Herr Müller ist, mit dem man geredet hat und da individuell wirklich drauf eingeht. Und insofern bereiten wir uns da so drauf vor und schauen dann eben nochmal mit den Patienten vor der Operation, damit die ein gutes Gefühl haben, aber umgekehrt wir natürlich auch. Ja, weil nur wenn man gut vorbereitet ist, kann man eine gute Arbeit machen. Und dann haben wir da natürlich ein hervorragendes Team in den Kliniken, wo das alles, sage ich mal, sehr, sehr routiniert, sicher und auch zügig läuft. Das ist für die Operationen ja auch wichtig. Und da haben wir ein optimales Setting, um hervorragende Qualität abliefern zu können. Dr. Remek, Sie sind viele, viele, kann man fast sagen, Jahrzehnte
im Bereich der Knie unterwegs. Wie hat sich die ganze Knieorthopädie entwickelt? Immer feiner, immer jedes Gewebe im Knie wird extra adressiert. Für alles gibt es Weiterentwicklungen und gibt es neue Techniken, neue Methoden. Auch im Bereich der Endoprothetik gibt es natürlich Weiterentwicklungen. Sie haben die 3D-Herstellung von künstlichen Gelenken angesprochen. Also es wird immer feiner, man geht immer mehr ins Detail, man versucht immer mehr individualisierte Operationsmethoden für den Patienten zu machen. Zum Beispiel in der Kreuzbandchirurgie, wo wir uns ja am stärksten aufhalten, versucht man jetzt nicht mehr einen einzigen Standard zu machen, wo man immer das Gleiche macht, sondern man versucht, Patienten angepasst Operationsmethoden für die Kreuzbandchirurgie zu machen, teilweise auch auf die Sportart berücksichtigend. Also ein Fußballer kriegt jetzt zum Beispiel ein anderes Kreuzbandersatzteil eingesetzt als wie jetzt ein Skifahrer oder diverse andere Sportarten. Also es wird alles viel individualisierter. Mhm. Professor Golwitzer, bei Ihnen ist es ja anders. Sie haben ja nicht nur Sportler, sondern Sie haben ja auch meine ältere Dame, einen älteren Herrn. Wie hat sich es ist ja unglaublich, wie sich die Orthopädie, also ähnlich wie in der Kardiologie, also nach vorne entwickelt hat. Sie sind ja wirklich an der Weltspitze. Also ich war ja mal kürzlich drüben, was Sie da alles machen oder auch ihr mit Knieersatz und so, ist ja unglaublich. Wie hat sich das entwickelt? Wer ist da in der Welt? Sind es die Amerikaner? Sind es die Schweizer? Sind es wir Deutsche? Oder ist es eine Harmonie von allen Spitzenplätzen? Also man muss es nicht unbedingt Harmonie nennen, aber es ist sicherlich Einflüsse aus all diesen Bereichen, die reinkommen. Aber gerade in der Orthopädie und gerade im Gelenkersatz muss man sagen, dass Europa da absolut die treibende und führende Kraft ist in der Entwicklung. Die Schweizer und die deutsche Orthopädie ganz vorne, sicherlich die Franzosen darf man da gar nicht unterschätzen. Die haben lange Zeit weniger auf Englisch publiziert, deshalb war das nicht so bekannt, hatten aber auch hervorragende Entwicklungen. Aber die europäische Orthopädie ist da sicherlich, braucht sich sicherlich weltweit überhaupt nicht verstecken. Mhm. Die Entwicklungen sind enorm, die Medizin da gemacht hat. Zum einen natürlich von der Langzeithaltbarkeit dieser Implantate, wo wir heute sprechen. Früher hat man immer gesagt 15 Jahre ungefähr, weil die Kunststoffe, die verwendet werden, da gealtert sind. Das ist eigentlich längst passé. Die Materialien, die wir heute verwenden, die halten sicherlich sehr, sehr viel länger. Das Zweite aber auch bei der Funktionalität solcher Implantate, dass sie sehr viel besser funktionieren. Und das Ziel ist heute nicht mehr, dass der Patient gehen kann, sondern dass er möglichst ein vergessenes Gelenk hat, der Begriff des Forgotten Joint, das ist das Ziel, was wir haben, dass der Patient möglichst nicht mehr dran denkt. Oder dass er auch plötzlich schmerzfrei wird, also genau, das ist ja ganz wichtig. Also gerade bei Hüfte oder auch bei Knie plötzlich spürt er einfach so, Mensch, ich bin wieder im Leben zurück. Also das ist ja auch ganz wichtig. Der dritte Punkt natürlich, das betrifft so das Thema Fast Track, also wir wollen die Patienten möglichst schnell wieder fit bekommen, dass man sehr atraumatisch, sehr gewebeschonend, muskelschonend operiert und nicht mehr Muskeln einkerbt oder ablöst an der Hüfte, sondern die nur noch zur Seite schiebt und damit sehr schonend Implantate einsetzen kann. So können wir jetzt auch 3-4 Mal im Monat beide Hüften in einer Operation ersetzen und das eigentlich völlig problemlos. Unglaublich. Dr. Rauch, Sie haben ja viel, viel in der Unfallchirurgie gearbeitet, aber Sie waren ja auch bei einem großen Lehrmeister, der kürzlich auch einen berühmten Fußballer wieder, kann man ruhig sagen, Manuel Neuer hingekriegt hat. Was ist bei Ihnen so los? Wie hat sich da die Orthopädie, die chirurgische Orthopädie weiterentwickelt? Das ist letztlich ähnlich. Als ich angefangen habe, ist noch viel mit, sage ich mal, dem deutschen Chirurgenstahl gemacht worden. Heutzutage sind viele von den ganzen Platten und Schrauben standardmäßig aus Titan. Mittlerweile gibt es schon wieder eine Weiterentwicklung, dass das auflösbare Materialien sind. Also gibt es schon die ersten Schrauben, die sich im Knochen dann irgendwann auflösen, dass man das irgendwann gar nicht mehr rausnehmen muss, was ja an vielen Stellen doch oft nötig wird, weil das ein bisschen drückt, wehtut, gerade im Schuh oder an anderen Stellen.
Also da hat sich viel getan. Und dann gibt es auch andere synthetische Materialien, gerade im Bereich vom Bandersatz. Künstliche Fäden oder eben auch Bänder, die man entweder anstelle eines Bandes oder zur Schienung eines Bandes verwendet, die heutzutage unglaublich hohe Ausreißkräfte haben. Ja, also wenn man da 2, 3 von diesen Fäden zusammennimmt, kann man gut und gerne ein Auto damit abschleppen, das glaubt man gar nicht. Aber das ist natürlich schon auch die Wissenschaft, die da uns unendliche Möglichkeiten, sage ich mal, eröffnet. Und das wird immer mehr werden. Da ändert sich in 5 Jahren von den Implantaten, gibt es im Prinzip eigentlich eine komplett neue Palette auf dem Markt. Irgendwo seid ihr immer mehr Hightech-Ärzte auch. Ja? Und man muss sich da natürlich auch ständig weiterbilden. Sie sind ja auch ein großartiger Wissenschaftler. Es ist ja auch wichtig, dass man weiß, wo, auf welche Kongresse muss man gehen. Und ich denke, wenn wir jetzt einfach mal schauen, ich denke, in München gibt es ungefähr 300 Orthopäden. Ja, wer ist jetzt nun der Richtige? Wo geht man denn hin? Aber ich glaube, man muss dahin gehen, wo wirklich auch die Leidenschaft mitschwingt, wo die Motivation mitschwingt. Und darum gibt es ja jetzt dann auf München TV mit Ihnen drei eine Serie, wo wir wirklich mal die Spitze vorstellen im Bereich der Knie, im Bereich der Hüfte, im Bereich der Replacement-Chirurgie. Da freuen wir uns drauf. Aber ich komme noch mal zum Schluss. Wie wichtig ist es, dass man die Motivation und die Medizin einfach als eines sieht? Es braucht immer mehr Motivationsmediziner. Also Menschen, die wirklich auch das Gegenüber nicht nur als Patienten sehen, sondern als Mensch sehen. Und da seid ihr drei wirklich einfach, ich sage es mal fast, unser Opfer. Wir wollen jetzt einfach mal Sie vorstellen als die Motivationsmediziner. Das kommt immer am Sonntag in unserer Sendereihe Motivation Gesundheit. Denn ich sage jetzt mal, Gesundheit ist der neue Porsche für uns Menschen. Ja? Denn gesund, wir haben das Glück, dank der hervorragenden Ärzte, dank der Medizin. Also wir haben derzeit 533.000 Menschen in der Welt, die über 100 sind. Ja, wo kommt das her? Durch die Medizin. Und das ist so schön. Und darum ist es auch wichtig, wenn wir uns dann wieder begegnen, dass ihr auch mal darüber nachdenkt, was in euch für eine Motivationskraft steckt. Also ich erinnere mich, ich halte mich ja gern, wenn mein Knie wieder zwickt, ja, weil ich bin bei meinem Knie Marathon so ein bisschen mit der Patellasehne. Aber da rufe ich sie an und dann sagen sie, komm mal rüber. Ja? Und einfach sowas braucht man. Menschen, die einfach das Herz als Doktor an der richtigen Stelle haben. Und ich glaube, das seid ihr drei. Ja? Also wir freuen uns auch auf diese Sendung, auf diese Sendereihe, weil ich habe es ja schon mal gesagt, es ist nicht nur das rein Handwerkliche, worauf wir achten, sondern auch wirklich das Gesamtpaket. Ja? Und in unserem ECOM-Zentrum, Excellence Center of Medicine, versuchen wir einfach diesen Leitsatz umzusetzen. Und ein großer, wichtiger Anteil ist, die Leute motivieren zu können, auch wirklich den Weg mit uns zu gehen. Das, was notwendig ist, und in der Orthopädie ist es ja leider auch so, da gibt es ja viele Dinge, die musst du ja über Jahre dann behandeln, immer wieder trainieren oder immer wieder nachversorgen. Und das ist halt ein ganz wichtiger Anteil in unserer Arbeit. Wir versuchen das in der Gesamtheit, so wie wir uns aufgestellt haben, so wie wir gebaut sind, so wie unsere Netzwerke sind, so wie unsere Partner sind, mit denen wir arbeiten, so unsere Kliniken, versuchen wir das umzusetzen. Und unter dem Aspekt Motivation Gesundheit freuen wir uns mit Ihnen, eine gemeinsame Sendereihe machen zu dürfen. Und wir dürfen auch dann in die OP-Säle mit reinschauen. Und wir reden dann über die ganze Operationstechnik. Und meine Herren, also wir freuen uns darauf. Und ich denke, es ist wichtig, dass man einfach mal so hervorragende Mediziner, wie ihr drei das seid, ja, zeigt in ihrer täglichen Arbeit. Aber wir wollen auch den Aspekt Motivation in den Mittelpunkt stellen, weil so habe ich sie kennengelernt. Und ich denke, es war gut. Und hat es weh du? Nein. Also herzlichen Dank, liebe Zuschauer. Ja, also freuen Sie sich auf die Senderei Motivation Gesundheit mit den drei Top-Orthopäden hier in München. Professor Dr. Erich Rehmbeck, Professor Gollwitzer und Professor, noch nicht, aber Dr. Rauch. Okay, wir sehen uns dann bald, jeden Sonntag, 21 Uhr, Motivation Gesundheit. Bitte schalten Sie an und bleiben Sie gesund.